Guten Tag, meine Damen und Herren, oder was auch immer. Ihr seht hier gerade ein Bild von Nebelnik und ihr habt wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen: Nebelnik ist zurück. Wenn ihr auf seinen Kanal geht, werdet ihr ein neues Video sehen. Ein neues Video, in dem er sagt, was in den letzten 2 Jahren passiert ist und ja, ob er weitermachen wird. Ich werde jetzt nicht so viel reden, ich werde jetzt nicht sagen, was mit ihm los war, weil ich will, dass ihr das selber guckt. Ich möchte, dass ja, das hier schon auf seinen Kanal geht, um das herauszufinden. Ich werde es nochmal in der Beschreibung verlinken oder geht einfach auf seinen Kanal. Und ihr wisst nicht, wie krass überrascht ich war, als ich gesehen habe, ein neues Video von Nebelnik. Und ihr wisst ja, ich habe ja diese Remember Nebelnik Videos gemacht, eine lange Zeit lang, und die haben mir auch relativ viel Spaß gemacht. Ich wollte einfach Nebelnik für etwas damit so ein bisschen ehren, weil ich fand, er war einfach ein klasse YouTuber. Und jetzt heute kam einfach ein Video online und er hat auch gesagt, dass er weitermachen wird. Aber er hat schon mal ein Video angekündigt, nämlich ein neues, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, also Videos, wo Leute ihm Videos schicken können und auf die reagiert er dann. War auch einer meiner Favoriten damals und boah, ich bin irgendwie ein bisschen mindblow, so ein bisschen, weil das einfach was völlig Neues ist, dass er jetzt einfach wieder da ist. Er ist von den Toten quasi auferstanden und das ist echt eine krasse Sache, finde ich. Also ich freue mich definitiv auf zukünftige Videos von Nebelnik und ich denke, er hat sich auch verändert etwas, aber also vom Aussehen hat er sich schon verändert, aber es ist ja nicht schlimm. Also man erkennt ihn noch wieder, keine Sorge. Aber ich bin einfach irgendwie, ja, mir geht's einfach richtig gut gerade. Und ich habe vorhin noch am Sonntag so geschrien, so, oh mein Gott, als ich das Video gesehen habe. Und meine Mutter kommt so rein und sagt so, Lars, es ist Sonntag. Ja, das ist aber nicht so wichtig. Aber Hauptsache, er ist wieder da, er macht wieder Videos, es wird, denke ich mal, wieder gut. Vielleicht kommen, ich denke mal, es kommen nicht so viele Videos wie damals, also nicht für jeden Tag 2 Videos. Ich denke, er wird sich schon jetzt Pausen gönnen, weil er hat ja Stück an Stück gearbeitet, hat er auch gesagt, und er hat sich echt eine Pause verdient, auch eine 2-Jahres-Pause nach meiner Meinung nach. Aber es war ja keine Pause, die er hatte, es war was anderes, das müsst ihr selbst herausfinden. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Sonntag. Nächste Woche werden keine Videos kommen, denn ich bin weg. Einen schönen Tag noch und Hackbraten out.